Machen wir es mal in hellblau hier, zack. Diese Runde. Ja, ich weiß, das Radar sieht man halt leider nicht. Gut, könnte ich nochmal anders legen, aber das kann ich ja später machen. So, Wandfliesen, hell. Ne, nicht weiß, blau. Auf geht's. Swubbeliwupp. Wupp. Ach, wie schön, wenn das im echten Leben so schnell gehen würde. Und next. Boah. Zugeben. Das Haus. Naja. Könnte man eigentlich sehr gut als. Ne, die Aufträge habe ich noch nicht alle durch, tatsächlich. Ja, Paco, das leider noch nicht. Ich mach mal hier ein neues Haus, mal hier vielleicht einen Auftrag, ja. Weiß noch nicht, ob man die überhaupt durchspielen kann. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab nicht viele Aufträge gespielt. So. Noch eine Packung. Oh, nimm das doch. Hm. Wie ist dieses Hellblau? Ein kleiner Dorn in meinem, in meinen Augen. Das ist ein bisschen zu blau. Wieso? So. So. Ich weiß nicht, ob ich wieder innen fließen werde. Die Fliesen innen. Das ist immer so viel Arbeit. Zusätzlich. Mag ich nicht so. Wir werden sehen, sprachen die Blinden. Hm? Ah, next. Also irgendwie weiß ich nicht. Irgendwie, ich würde gern auch außen alles neu machen, weil, ich meine, wenn das jetzt hier so eine Art Campinghaus sein sollte, dann wäre das eigentlich ganz nice, wenn man daraus vielleicht kein Campinghaus mehr macht. Vermieten wäre natürlich auch dufte, gerade wenn man sowas wie Campinghaus halt, alte kleine Häuser oder sowas. Aber, ich weiß nicht. Noch ein bisschen Fliesen. Da oben und da oben fehlen uns noch welche. Moment, ich schieb mal kurz die Kamera drunter. Moment, geht ja gar nichts. So. So. Damit das gleich ein bisschen angenehmer ist, damit man auch alles sehen kann, auch das Radar. Das war ein netter Hinweis von Paco. Ich werde innen drin malen. Nur was? Eine Farbe namens Weiß. So. So. Und noch ein bisschen. Es ist ein kleines Wunder, wie man so ein Haus so schnell renovieren kann. Wie gesagt, würde ich das im echten Leben auch können, dann hätte ich, glaube ich, 15 Häuser schon. Und eine Menge Geld. Ein Kollege von mir, also Kollege ist gut, Bekannter von mir, hat vor kurzem angefangen, sich Häuser zu kaufen und dann zu vermieten tatsächlich. Und halt auch echt teure Häuser. Er ist sehr spekulativ vorgegangen. Hat sich, glaube ich, ein Penthouse sogar gekauft, mit einem Kredit selbstverständlich. Und also es ist zwar eine nette Idee, ich habe nur Sorge, dass er irgendwann mal wirklich hardcore pleite geht. Weil ein Penthouse holen, das abzubezahlen, gut, irgendwo weiter auf dem Dorf, so mehr oder weniger, das zu vermieten und dann mit der Miete gegebenenfalls sogar die Immobilie abzubezahlen, ist immer ein bisschen risky, weil du immer noch mal mehr Geld ausgeben musst. Also, einfach zum Beispiel, nehmen wir was ganz Simples, musst du zahlen für Reparaturen, so. Wenn die irgendwie
im Mietvertrag mit innen drin ist, ne? Schimmel oder sowas. Weiß man halt nie. Und deswegen lebt dieser junge Mann etwas gefährlicher. Aber es ist spannend, dass er es macht, also. Dass er sich das auch traut. Muss man halt selber wissen, wie man eben so wirtschaftet. Man könnte jetzt sagen, immerhin hat er sich noch nicht in die Schulden gestürzt. Ich bin eigentlich recht froh, dass er sich nicht in die Schulden gestürzt hat. Ich habe nur die Sorge, dass es irgendwann mal der Fall sein wird und dann haben wir ein kleines Problem. Kleines, großes Problem mit ihm. Weil wenn du dann mehrere hunderttausend Euro Schulden hast, dann ja. Dann habt die mal. So, Badezimmer. Ich würde gerne hier eine stinknormale Spüle einbauen. Passt, passt. Ran damit und ran damit, ran damit, ran damit und ran damit. Aber es ist halt auch ein interessantes Geschäft. Also er macht halt auch, also jetzt wo er halt noch nicht in den Miesen ist und halt alles gut abbezahlen kann, ist es halt echt ein gutes Geschäft, was er entwickelt hat, ne? Also Immobilien kaufen, gleich vermieten, ja, Einnahmen machen. Kann auch sein, dass er irgendwas selbst repariert, sei ihm gegönnt. Wäre schon krass, also ist schon krass. Spiegel. Wir kaufen einen Spiegel. So, mehr würde ich jetzt hier auch nicht machen. Wir wollen ja nur einen gewissen kleinen Satz bekommen. Also, da wird jetzt nicht viel Liebe leider drin stecken. Auch wenn ich gerne würde, tatsächlich. Also mehr Geld investieren würde und so, aber ich will endlich ein eigenes Büro haben. Es ist ja ein Krampf schon. So. Ja, was machen wir hier für eine Farbe rein? Wir haben viel zu viel Farbe. Himmlisches Blau. Stimmungsvolles Kobalt. Waldnebel war schön. Komm, nehmen wir mal leicht cremig. Mal schauen, wie es aussehen wird. Ja, kann man machen. Kann man machen. Man braucht halt nur ein bisschen mehr Farbe hier. Wow. Wie gesagt, das Streichen geht mittlerweile so schnell. Ich bin so glücklich darüber. Ei. Wartebefehl. Ghostbeetle Let's Play. Hi. Go. Das eben so schnell ausgesprochen, wie der Name auch heißt. Hi erstmal. Ich grüße dich herzlich. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du dich hierher verirrt hast. Wie du siehst, wir machen gerade wundervolle Reparaturarbeiten. Also so ein bisschen halt, ne? Ein bisschen um unser Taschengeld aufzuhübschen. Und ich erzähle gerade über einen Kollegen, der ja sich im Moment Immobilien kauft und sie zwar nicht renoviert, aber für teures Geld vermietet. Und damit den Kredit zurückzahlt, den er für die Immobilien genutzt hat. So. Bisschen Farbe. Dann sieht es nicht mehr so hässlich aus. So. Ich glaube, wir brauchen noch eine Dose. Ich hab's so im Urin. Ja. Hallo. Keine Farbe mehr. Ja. Es ist noch ein bisschen Farbe notwendig. Ja. Ich muss zugeben. Schön, dass du das mitbekommen hast. Ich wusste jetzt nicht, wie lange du schon dabei bist. Ja, also das frage ich mich täglich auch. Ich frage mich auch, wie er die ganzen Kredite bekommen hat.
Aber er hat sie bekommen. Vielleicht übers Internet. Das hat er mir tatsächlich nie erzählt. Er hat mir nur erzählt, dass er sich jetzt die Immobilien geholt hat und ja, jetzt halt Schotter macht. Und damit die Kredite abbezahlt. Ich hoffe, er hat keine Gangster angepumpt. Wie zum Beispiel, ja. Mit Eurocredit ein paar Minuten. Ja, genau. Nee, also tatsächlich, es kann gut sein, dass er irgendwie sich drum bemüht hat, diverse Quellen anzuzapfen, die ich nicht kenne. Also, der verdient jetzt auch nicht zu gut, als dass ich sagen würde, ja, die Banken würden sich wünschen, ihm einen Kredit zu geben. Vielleicht von Eltern? Ah, wobei, er hat ziemlich viel während seines Studiums gespart, muss man ihm halt auch lassen. Vielleicht damit bezahlt? Ja, wobei, aber dadurch kriegst du keine Immobilie. Er war schon immer sehr gefuchst, das muss man ihm lassen. Frage habe ich mir aber im Übrigen auch schon immer gestellt, wie er an dieses große Geld gekommen ist. Wie gesagt, vielleicht die Mafia angezapft. Was mich jetzt nicht wundern würde bei ihm. Ach, die Küche mal simpel weiß. Okay, gut. Ich möchte ihm jetzt nichts Falsches vorwerfen. Von daher. Also es ist interessant, auf was für Ideen die Leute halt auch kommen. Also einerseits eben die Idee, sich Immobilien zu holen und sie eben damit auszubezahlen. Das finde ich schon mal ganz gut. Es gibt ja auch Leute, die in Firmen investieren. Also jetzt nicht in Aktien, sondern wirklich in die Firma. Also eine Firma sich erkaufen oder zumindest Prozente erkaufen. Das ist jetzt nicht nur mit Höhlen der Löwen irgendwie gemeint, was ich übrigens schon seit Jahren nicht mehr geguckt habe und immer gucken wollte. Sondern auch generell, also ich kenne so einen aktuellen Fall, wo das halt auch so ist, was mitunter eine Firma, wo ich auch ar gearbeitet habe mittlerweile, also noch arbeite, aber gearbeitet habe, einfach, da wurde einfach Unmengen von Geld reingestopft. Gut, der Typ hat auch nicht gut gewirtschaftet. Ich sag jetzt auch gar nichts dazu. Also der Geschäftsführer hat nicht gut mit dem Geld gewirtschaftet, aber es hat damals gut funktioniert tatsächlich. Und damit sich ein paar Prozente zu erkaufen, war eigentlich eine gute Idee. So, auch wenn die Firma jetzt nicht viel zu viel Geld abgeworfen hat, aber den Ruf hat es sehr gesteigert. Also von daher. So. Würde mal sagen. Setzen wir hier noch eine Tür an. Ich reiche ihm auch gerne die Hand. Ich weiß noch nicht, wo er immer mit seiner Hand war, aber ist ja auch egal. Bei ihm traue ich alles zu. Zumal das war ziemlich lustig. Ich habe ihn sehr, 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 sehr lange nicht gesehen. Ich habe ihn damals wieder bei einem Freund getroffen. Und da hat er, ich weiß nicht, über 40 Kilo abgenommen oder so. Also wirklich unglaublich viel. So, und dann, also das habe ich ja soweit fertig. Genau. Und der hat damals schon eine Tanzschule gemacht. Tanzschule hat null zu ihm gepasst. Er war einfach Mettler. So, und ich habe mich damals echt irgendwie so nicht lustig gemacht. Aber es war irgendwie seltsam. So, ne? Aber ich habe gedacht, hey, ist doch super. Dann hat er eine Freundin gehabt. Oder vielleicht hat er sie noch, ich weiß es nicht. Ja, und diese Freundin. Machen wir mal Nuss. Ich weiß noch nicht mal, ob es seine Freundin war. Ich will niemanden anlügen, aber ich gehe mal davon aus. Also irgendwie habe ich das immer so, ach egal, so mitbekommen. Und dann fing es halt auch an, dass er, wie gesagt, dann angefangen hat, sich diese Häuser zu holen und so. Und irgendwie ist es nicht. Es ist so komisch. Nicht mehr der, den ich kannte. Ja. Aber wer sich's leisten kann, der soll sich's leisten. Also. Ah, nee, nimm mal schwarz. Ist ein bisschen schöner. Ja, und war so eine Story von nebenbei. Muss ich auch total lachen. Es hieß dann halt irgendwann so, ja, der ist nach Ungarn gefahren, um sich ja, ein bisschen glückselig zu fühlen. Ich umschreibe es gerade mal.
Und ja, da musste ich halt auch irgendwie lachen, aber die Dramatik darin spiegelte sich mir so ein bisschen, als ich gedacht habe, der Mann hat Geld ausgegeben, um, naja. Und Ghostbeat Let's Play, wie ist dein Tag? So, ich will das Thema schnell umschiffen, weil es, weiß nicht, bin schockiert. Ich bin da viel zu eigen. Wo sind denn die Küchen? Überlege gerade, wie wir das machen. Baue eine Küche schnell selbst zusammen. Ich glaube, es macht am meisten Sinn. Ich mache es mal ganz simpel, weil eigentlich ist das Haus nur zum Verkaufen da. Also zum schnellen Geld machen eigentlich da. Und hier noch was. Kochen ist die Lieblingsbeschäftigung für die Enkel aller Omas. Ach ja, das ist so wahr, so wahr. Also jedenfalls so wie ich es kenne. Und es ist bei mir kein Vorurteil. Junge, du siehst so schlecht aus. Ess noch was. Ach, Junge, komm, du hast heute noch nichts gegessen. Na, Oma ist gut. Ja. Ess noch was. Und hier und das und jenes. Naja. Ups, nicht gelb. Weiß. Werde ich hier mal was für die Bücher einrichten. Ah, okay, kein Problem. Ich fragte dich nur, also ich meinte nur, dass, ich fange mal von ganz von vorne an, da wo ich jedenfalls weiß, über was ich gesprochen habe. Der Kollege ist nach Ungarn gereist und hatte ein bisschen Glückseligkeit, seine Glückseligkeit gefunden. Und da dieses Thema mir latent peinlich ist, habe ich dich gefragt, wie es dir denn heute geht? Ja, um der lieben und netten Frage auszuweichen. Ja. Ja, das ist schön. Das ist schön. Das kommt nicht so übers Bett. Vielleicht nehme ich noch ein paar Pflanzen mit. Ja, Omas meinen es wirklich nur gut. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Wenn das nicht anders. Junge, du bist so dünn. Ja, Oma. Ja, das sagen sie alle. Glaube, meine Oma habe ich mehr zugenommen als durch irgendetwas anderes. Nehmen wir mal den. Nee. Er ist klein. Ein Tempelchen Magenta. Ja. Ja. Oh, machen. Ich mal ein bisschen höher. Sieht dann irgendwie sonst so schäbig aus. So. Oh, okay, dass wir gerade über Omas sprechen, ist natürlich dann. Ja. Also erstmal mein Beileid natürlich. Wirklich sehr ernst gemeint. Mich ereilt ungefähr das gleiche Schicksal. Ja, meiner Großmutter weiß ich im Moment auch nicht, wie es weitergehen wird. Sie hat halt eine schwere Krankheit und deshalb wissen wir nicht, wie lange sie noch hat. Aber wir versuchen das Beste zu erledigen. Oh, hi, Jiglife. ich grüße dich. Schön. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Ja, Ghostbeat Let's Play. Ist halt nicht einfach, aber
Ich will wirklich nicht viel, nicht wirklich klugscheißern. Hey, ich habe die Antwort auf solche Fragen. Ich denke, die hast du bereits selbst gefunden. Und wenn nicht, dann wirst du sie finden. Und das ist das Entscheidende. 87 ist sie. Ja, mir geht es eigentlich ganz. Es klingt jetzt irgendwie vielleicht komisch, aber mir geht es eigentlich mit dem Thema ganz gut. Also, ja, ich bin da relativ hart gesotten. Ja, deswegen. Am Anfang war es ein Schock, weil sie einmal ins Krankenhaus kam. Wir wussten nicht, was wir machen sollen. Das war damals noch relativ unklar. Wird es ihr gut gehen? Wird sie überhaupt irgendwas? Keine Ahnung. Wir wussten ja nicht, was sein wird und was nicht, was ist und was sein wird und so. Ja, nach der Zeit dann kam dann halt. Wurde sie dann halt. Gott, kann ich hin. Na, schade, ich krieg's hier nicht hin. Na, dann. Mal gucken, Haran. Ja, ist halt echt ein schönes Alter. Also, die hat echt viel gepackt im Leben. Ne? So Zweiten Weltkrieg erlebt und so. Und ja, und als wir das dann halt so mehr oder weniger dann schon erfahren hatten durch die Ärzte, war das für uns dann einfach nur noch so ein Kopfnicken in erster Linie. Okay. Und da meine Familie, ich eigentlich sehr gut mit dem Thema zurechtkommen. Also klar, Abschied ist immer traurig. Ist ja auch noch am Leben, also ist jetzt auch noch nicht so das Drama. Aber da wir relativ gut damit klarkommen, also denke ich, haben wir nicht so die Probleme, aber ja. Deshalb geht es mir ganz gut. Ja, ihr geht es soweit auch noch ganz gut. Also sie kann sich eigentlich nicht beklagen. Hat auch noch keine Schmerztabletten oder sowas bekommen. Und ja. Genau. Und ansonsten denke ich, wird das auch weiterhin bei uns weiterhin ganz gut gehen. So, ich denke, ich werde das Haus so, wie es ist, jetzt verkaufen. Ich hoffe mal. Bittet nur noch darum, dass wir genug Kohle bekommen. Ja, also wir haben halt auch extra eine Pflegerin schon eingestellt. Weil, ja gut, geht halt nicht anders. Na gut. Und für ihr Alter kommt sie halt noch ganz gut rum eigentlich, aber wir haben sie trotzdem bestellt, weil wir gesagt haben, es ist besser, wenn sie jemanden an der Seite hat, ne? Das war so unser Ziel. Genau. Ja, also du bist gerne willkommen. Auf jeden Fall. Und wir können. Auf jeden Fall, also das Thema ist, wie gesagt, für mich. Also. Ich habe immer einen sehr einfachen Spruch. Einfach. Eine Lebensweisheit eigentlich von einem sehr großen, für mich Philosophen, Martin Heidegger, der hat gesagt, Sinn übersetzt, der Mensch ist besonders, weil er zwei Dinge hat, Anfang und Ende. Und nur weil der Mensch ein Ende hat, sind die Augenblicke auch das Wichtige, deswegen können wir uns daran erfreuen. Was nichts anderes bedeutet als die Augenblicke, die du mit deinen Großeltern hattest, deiner Familie hattest, mit egal wem, ist einfach nur deswegen besonders, weil sie auch ein Ende haben. Und ich bin der Meinung, das ist wirklich so. Also, wir können nichts nochmal erleben. Würden wir unendlich leben, würden wir immer nur das Gleiche erleben. Oder würden die Situation irgendwann gleich erleben. Und das macht uns als Menschen so aus und so besonders, weil wir ein Ende haben. Und ja, ich verstehe dich, dass es gerade sehr schlimm ist. Also blüht uns auch noch. Aber ich denke, das wird. Denke, das wird. Das geht mit der Zeit. Das ist normal. Deswegen, du bist herzlich willkommen und lass uns einfach hier Spaß haben. Das ist das Wichtigste. Oder zumindest uns etwas abzulenken und Spaß zu haben. Das ist das Allerwichtigste. Sehr gut. Einen neuen Fähigkeitspunkt haben wir erhalten.
Vielleicht die Chancen auf Verhandlungen. Das war eigentlich eine gute Idee. Und ansonsten können wir uns jetzt endlich das Haus holen. Hey, juhu. Nicht bewohntes Haus. Und da ziehen wir ein. Ich habe keine Ahnung, wie es aussehen wird. Erfreuen wir uns daran, dass wir ein gutes Haus haben. Und es gegebenenfalls neu einrichten dürfen. Und das Alte werden wir gleich verscherbeln. Oh, ich bin so froh. Raus aus dem alten Haus. Eben, das werden wir haben. Gibt ja sonst nichts anderes, was uns aufhaltet. Oder vielleicht doch, aber zu Alkohol greife ich nicht. Nicht, nee, macht keinen Sinn. Deswegen. Ach ja. So, ein Haus ohne Schlafzimmer kann dieser junge Mann sich nicht vorstellen. Das ist schön. Wir werden ihm jetzt nicht helfen können. Wir werden jetzt mal gucken, wie das Haus aussieht. War da noch nie tatsächlich in diesem Haus. Ich habe viele Häuser gesehen in dem Spiel schon zuvor, aber in diesem Let's Play, es kommt ja auch auf YouTube raus, habe ich dieses Haus noch nicht gesehen. Also generell auch so nicht gesehen. Und es sieht schön aus. Es sieht schon mal ganz anders aus. Wow. Wow, wir nehmen gleich mal ein bisschen Zeug mit. Aber ich werde jetzt nicht gleich alles aufräumen. Oder eigentlich alles ergreifen. Also es ist eigentlich. Es ist eigentlich schon mal relativ sauber im Vergleich zu anderen Häusern. Es ist halt nur alt. Okay, hier geht's raus. Okay. Sehr cool. Ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen. Finde ich dich auch unter GoSpeedy Let's Play? Wenn, dann werde ich nach dir gucken. Werde ganz dringend nach dir gucken müssen. Eine Kammer. Das war mal eine Toilette. Ja, dieses Spiel macht so unglaublich Spaß. Ach Gott. Es ist. Ah, hier hat jemand wohl ein bisschen Dreck hinterlassen. Och, Kilo. So. Da. Und gib ihm. Wow. Also wir haben schon mal eine Küche, die wir ein bisschen aufpolieren müssen. Oh, wir haben einen zweiten Stock. Das ist so schön. Mit einem. Okay, Abstellraum. Ja, sehr gut. Dann werde ich dich suchen. Und finden. Hoffentlich. Aber ich denke ja. Ach ja. Abstellen, habe ich gesagt. Ich hab's aber eilig. Interessiert mich nicht. Hinten hin. Anstellen. GoSpeedy Let's Play, vielen Dank, dass du da bist. Und danke für dein Follow. Bin immer so freundlich, wenn ich das sage. Ich klinge immer so freundlich. Ich mag es nicht, wenn ich freundlich. Ach, egal. Vielen herzlichen Dank nochmal. Sehr cool. Und ich muss zugeben, dieses Anstellen habe ich mir damals mal ausgesucht, weil ich Asterix und Obelix mag. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich deswegen Geschichte mal studiert. Bin auch Historiker, aber ist ja auch ein anderes Thema. Ich weiß nicht, das hat mich so geflasht damals. Ich laufe jetzt gerade einfach mal wild mit dem Mob drüber. Bin ich Dreck? Und ich weiß nicht, wer Asterix und Obelix sonst noch kennt. Bestimmt viele, bestimmt alle sogar. Und es ist und bleibt für mich der beste Comic, den es jemals gab. Mitunter. Also im französischen Bereich. Okay, da gibt es eigentlich kaum welche, aber egal. Es ist für mich eines der besten Comics tatsächlich. Ja. Asterix und Obelix. Übrigens sehr viel Wahres dabei. Unglaublich viel Wahres dabei. In dieser wunderschönen kleinen Comic. Ich will diesen Fleck hier weg. Oh, ist weg. Was haben wir denn hier? Ah. Aber hier geht's nicht weiter. Schade.
Boah, hier werde ich gleich mal aber richtig Wände einreißen. Also, so einige Sachen möchte ich hier nicht haben. Eben. Kann ich? Sehr cool. Dann bist du bei Asterix und Obelix richtig gut aufgehoben. Ja, ich habe Geschichte tatsächlich studiert. Und Theologie. Und Religionswissenschaften. Bisschen viel auf einmal. Tatsächlich habe ich das alles durchgeackert und ja.